zwei fantastische Wochen in Singapur. Jeweils sind es auch oder stellen diese Aufenthalte gewisse Meilensteine dar für uns als Gemeinde, für uns als Church, auch innerhalb der Grace-Familie, innerhalb auch von der Grace-Bewegung, weil das Interessante war diesmal, wir gingen nach Singapur und wir gingen vor allem auch in die Ferien, okay? Wir gingen vor allem auch in die Ferien. Und meine Frau und unsere zwei Jungs hatten eine super Zeit, einfach 14 Tage lang warm, Ferien. Ist empfehlenswert, Singapur. Etwas teuer, aber empfehlenswert für alle, die auch im Winter in die Ferien wollen. Und wir hatten wirklich eine wunderbare Zeit. Ich habe jeweils am Morgen bei Pastor Kwong in der Bibelschule Videoaufnahmen gemacht, denn diese Videoaufnahmen, diese gehen ins Internet und werden dann mit Chinesisch untertitelt und so sind sie downloadbar für chinesische Studenten und Gläubige over there in China, also da in China, dort oben. Okay? Und so war es für mich, wie oftmals, eigentlich immer 50-50, ein wenig Arbeit und ein wenig Ferien. Und ich mag es zu verbinden, dorthin zu gehen, an einen Ort einfach auch Ferien zu haben, aber am Sonntag auch eine Gemeinde kennenzulernen oder Gemeinden kennenzulernen, Pastoren kennenzulernen und vielleicht sogar dienen zu können. Das war wiederum der Fall. Am ersten Sonntag waren wir bei Pastor Kwong im Gottesdienst. Es geht ihnen wirklich gut. Sie haben eine wunderbare, kleinere Gemeinde und es geht ihnen gut. Sie haben einen guten Dienst. Sie fokussieren und zentrieren sich voll auf Gebet auch. Und deswegen wird ja im Mai, wenn Pastor Kwong hier ist, wird es auch immer unser Grace and Prayer, also Gebets- und Gnadenseminar sein. Und er wird auch über das reden. Und das war am ersten Sonntag. Und dann am zweiten Sonntag, das war letzten Sonntag, das haben wir so geplant, machten wir einen Besuch bei der New Creation Church, bei Pastor Joseph Prince. Und einfach, weil das ist eine Gemeinde, die hat 30.000 Mitglieder. Und da ich verschiedene seiner Co-Pastoren kenne, sind wir angemeldet gewesen via Pastor Lawrence. Und sie haben uns Sitze reserviert, wie sie das jeweils immer tun und wie das so üblich ist, wenn Leute zu Gast kommen. Und so wurden wir dann auch wirklich ganz nett empfangen vom Pastor, nicht Lawrence selber, der war krank an diesem Wochenende, sondern vom Pastor Matthew, weil es da verschiedene Pastoren gibt. Und wir haben dann das wirklich genossen, den ganzen Gottesdienst in der New Creation Church zu sein. Und dann gingen wir noch kurz, und ich kenne das, weil ich dort schon war, wir gingen noch kurz in den Welcome Room, in den Willkommensraum, dort wo die neuen Leute willkommen geheißen werden. Dort setzt man sich hin, dort bekommt man ein kleines Geschenk, eine CD, eine Broschüre etc. Plus jetzt gibt es etwas zu trinken, etwas weniges. Und man setzt sich noch etwa eine halbe Stunde hin und man chattet und plaudert noch etwas. Okay? Und das fand dann statt, auch mit Pastor Matthew. Und so gingen wir in diesen Welcome Room und waren dann dort. Und wie gesagt, Joseph Prince hat verschiedene Co-Pastoren. Und ich kenne eigentlich zwei, Pastor Lawrence und Pastor Benjamin. Und Pastor Benjamin kam dann später dazu. Nach etwa einer halben Stunde war auch Pastor Benjamin war da und hat uns begrüßt. Und er nahm uns dann mit, und zwar wirklich die Hintertür. Wir gingen dann durch die Hintertür und eigentlich hatte ich keine Ahnung, wohin wir gehen. Und wir gingen durch die Hintertür und dann kamen wir durch die Garderoben und Schminkräume des Lobpreises. Und da standen sie all die Lobpreiser und die Leute, die im Worship sind, die Lobpreisleiter und Leiterin. Ich kenne sie natürlich alle, auch von früher. Oder und plötzlich stehen sie vor dir und dort in diesen Backrooms, in diesen Schminkräumen. Und wir waren ganz überrascht, wo wir durchgehen, weil das war nicht der offizielle Weg, okay? Das ist der Schlüsselweg, dort musst du Schlüssel haben. Und dann schauten wir uns, und Pastor Benjamin zeigte uns diese Räume und diese Räume, und dann schauten wir uns den Videoraum an. Den Broadcast Room. Dort werden alle Videos zusammengeschnitten und alle Videos gemacht, so fürs Internet, für DVD, Blu-rays und so weiter, die dann auch verkauft werden. Und ich sag dir, du hast das Gefühl, du seist im CNN-Studio. Wirklich. Da geht die Türe auf und
ein Riesenraum voller Bildschirme, man kann sie gar nicht zählen, wie viele Bildschirme. Er, Michael war dabei, Michael und Silvana waren dabei und er hat die Leute im Raum gezählt. Er sagt etwa, was, 19 oder 15? Etwa 15 Leute waren in diesem Regieraum, okay? Und das war nach dem Gottesdienst. Das war nach dem Gottesdienst. 15 Leute in diesem Regieraum, die arbeiten dort und die schnipseln die Dateien zurecht, okay? Und wirklich eine Hightech-Anlage, wirklich absolut Hightech, wie in einem Fernsehstudio. Und das war sehr, sehr eindrücklich. Und ich dachte, wow, er will uns ein wenig seinen Videorekorder zeigen, okay? Und ich sagte, wow, das ist cool, es hat sich schon gelohnt zu kommen. Und dann gingen wir nochmals eine Station weiter, also einen Stock sogar weiter. Es ist gewaltig, wie viele Stockwerke dieses Gebäude hat. Wir waren eigentlich schon im Versammlungsraum im obersten Stock, aber da sind noch versteckte Stockwerke. Und da gingen wir in den Lift, gingen nochmals hoch und dann kamen wir nochmals in einen Raum und das war so eine Lounge-Art. Und in dieser Lounge waren wir und wir setzten uns hin und Pastor Matthew, Pastor Benjamin war dort. Und so dachten wir, okay, cool, wir können ein wenig nochmals uns hinsetzen. Es gab dann so Snacks, Getränke und Snacks wurden dann serviert. Und wir dachten, oh cool, wir haben unser Mittagessen jetzt, okay, wunderbar. Und dann knabberten wir und tranken. Und etwa so nach etwa einer Viertelstunde kam Pastor Joseph Prince. Und plötzlich war er da im Raum, okay, mit seiner Frau Wendy. Und er war da und wir haben dann nachher erfahren, er hätte eigentlich noch ein Meeting gehabt und das hat er abgesagt, damit er uns treffen kann. Und von dem alledem wussten wir nichts. Währenddem wir mit Pastor Matthew am Anfang redeten, fragte er uns immer wieder, habt ihr noch Pläne für heute Nachmittag? Und wenn jemand sowas fragt, dann immer, Ding, etwas ist im Busch. Okay? Habt ihr noch Pläne? Und wir sagen, nein, wir sind frei, wir würden dann eben erst in der Nacht würden wir zurückfliegen in die Schweiz. Die Heimflüge sind immer 1.20 Uhr, also 1.30 Uhr Flüge, halb zwei morgens Flüge zurück in die Schweiz. Kein Flugverbot in Singapur, kein Nachtflugverbot. Und so wussten wir, hatten wir genug Zeit, auch nachher noch ins Hotel gehen zu können, wieder und zu packen, etc. etc. Also waren wir am Nachmittag da und wir hatten keine Pläne. Und so nahm das eine den anderen Lauf. Und dann kam Pastor Prince und begrüßte uns und wir hatten eine, ich habe ihn, das war das dritte Mal, dass ich ihn jetzt persönlich getroffen habe. Das erste Mal habe ich ihn persönlich 5 Stunden getroffen, da waren 4 Leute dabei. Das zweite Mal 1 Stunde und jetzt das dritte Mal haben wir ihn etwa 2, 2,5 Stunden getroffen, etwas über 2 Stunden. Und er kam und er setzte sich hin und er fing mit uns an, einfach zu reden. Und ich spürte, dass dieses Treffen wird anders sein als alle anderen Treffen. Weil in den anderen Treffen, im ersten Treffen, wo es 5 Stunden ging und das zweite Treffen, wo es 1 Stunde ging, da redete er 90%. 90% hat er gesprochen und wir haben zugehört. Also wir haben von 5 Stunden 4,5 Stunden zugehört. Okay? Und selber gar nicht so viel gesprochen, weil er hat so viel zu geben. So viel, man merkt das einfach. Wenn er redet, dann fließt es aus ihm heraus. Kommt Grace aus ihm heraus. Und das muss man einfach, will man gar nicht unterbrechen, will man einfach genießen. Und so wusste ich und spürte, ja, heute ist etwas anders. Und ich war mir auch nicht im Klaren, warum sie uns treffen wollten, weil es ja nichts geplant war, es war nichts vorbereitet. Also von unserer Seite, wir haben damit überhaupt nicht gerechnet. Okay? Michael war dabei, Silvana war dabei. Und so waren wir über 2,5 Stunden zusammen, oder 2 Stunden zusammen. Und Darren Sim war noch dabei. Darren Sim ist der Mediadirektor von JPM, von Joseph Prince Ministries. Und er hat alle Bücher, alle DVDs, alle CDs, einfach den ganzen Medienbereich, auch die sozialen Medien, YouTube, Twitter, Facebook, all das läuft über das Departement Media. Okay? Und große Kirchen auch in den USA haben ein eigenes Departement, ein eigenes Mediendepartement. Und so war Darren Sim ist der Direktor vom Media-Chef, sozusagen, Medienchef. Und Darren Sim hat mir bestätigt, dass aufgrund vom letzten Mal, als ich im November in Singapur war, habe ich ihnen eine E-Mail geschrieben,
dass es eigentlich mal gut wäre, wenn wir langsam deutsche Joseph Prince Bücher hätten. Und ich habe ihnen empfohlen, Gerald Wieser, eben vom Grace Today Verlag, die Rechte zu geben. Weil seit Jahren ist hier ein Hin und Her in Europa. Weil, und jetzt hat mir Darren Sim, der Mediendirektor, der dies unter sich hat, hat mir das bestätigt. Er sagte mir ganz persönlich, aufgrund vom November, vom letzten Mal und aufgrund von deiner Empfehlung haben wir die Rechte Gerald Wieser gegeben. Und deswegen bestimmen wir jetzt auch mit Titel und so weiter. Okay? Titel, auch Inhalt, dass es richtig übersetzt wird, etc. etc. Und da bestimmen wir jetzt mit. Und das ist wichtig und das ist gut so, weil sie uns vertrauen als Grace Family Church. Und so wurde mir klar, dieses Treffen von Joseph, er wollte uns treffen. Und im Englischen würde man sagen, he wanted to check us out. Er wollte schauen, wo stehen wir? Okay, wo stehen wir auch? Und das ist das Interessante und ich sage dann gleich noch mehr dazu. Wo stehen wir in der Vision mit der Benjamin-Generation? Okay, er wollte das wissen. Und so hat mir Darren Sim das dann bestätigt, dass die Bücher jetzt an Gerald gingen. Das war ein jahrelanges Hin und Her. Die haben alle großen deutschen Verlage mit ihnen Gespräche geführt für Rechte, Übersetzungsrechte ihrer Bücher. Und das läuft schon seit mehreren Jahren. Weil wir wissen, in Spanisch gibt es das Buch, stimmt's? In Spanisch sind die Bücher übersetzt, die Bücher sind sogar in Holländisch übersetzt, plus noch andere Sprachen. Und Deutsch ist eine wichtige Sprache mit vielen Menschen, die Deutsch können. Und weswegen ging das so lange? Und sie sagten mir, und Darren Sim sagte mir, er sagte, wir hatten nie so ein Go, wir hatten nie so ein, einfach nie ein Freiheitsgefühl, das und die Rechte diesen Leuten zu geben, diesen großen Verlagen zu geben. Okay? Und jetzt war letzten November eine E-Mail und innerhalb von einer Woche, nach jahrelanger Unsicherheit, eine Woche, hat Gerald Wieser alle drei Lizenzen bekommen für alle drei Hauptbücher. Ich meine, das ist Gott, stimmt's? Das ist weder ich, noch Gerald, noch sonst die. That's God. Stimmt's? Das ist der Herr. Halleluja. Wenn der Herr Türen öffnet, dann kann sie niemand anderes zuschließen. Wenn er Türen gibt, bleiben sie offen. Und die Türen, sie setzen dich immer auf eine höhere Ebene. Schauen wir das ganz kurz an. Das ist nicht in unseren Notizen, aber Offenbarung 3, Vers 8. Schau dir das an, Offenbarung 3, Vers 8. Ich kombiniere das heute ein wenig. Reisebericht und Predigt, okay? Reisebericht und Predigt. Weil siehst du, wir werden noch viel mehr mit Joseph Prince in Zukunft verbunden sein als bis jetzt. Yay! Danke für eure Begeisterung. Offenbarung 3, Vers 8. Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine geöffnete Tür gegeben. Jesus gibt geöffnete Türen, die niemand schließen kann. Amen. Die niemand zuschließen kann. Denn du hast eine kleine Kraft. Siehst du, es liegt nicht an uns. Wir könnten diese Türen gar nicht auftun. Du hast eine kleine Kraft, du hast mein Wort bewahrt, meinen Namen nicht verleugnet. Gott öffnet die Türen. Weil wir die Kraft gar nicht haben. Wir haben die Kraft, wir haben die Zugänge gar nicht. Erstens, weil wir viel zu klein sind. Zweitens, weil wir viel zu unbekannt sind. Und drittens, wer sind wir? It's all about Jesus. Amen. Es geht um ihn, um Jesus. Und dann öffnet er die Türen. Halleluja. Preis dem Herrn. Siehst du, ich gehe nie mehr zurück unter das Alte, denn seit wir unter Grace sind, Gunst sind, gehen so viele Türen auf, funktionieren so viele Dinge, ich gehe nicht mehr zurück. Ich gehe nur noch vorwärts. Das, was sich die meisten Christen wünschen, dass endlich die Dinge funktionieren in ihrem christlichen Leben, mit Gnade wird es. Halleluja. Schau dir das an. Also er tut die Türen auf, er hat sie gegeben, wir haben keine Kraft, er hat all die Kraft. It's him, he is all powerful. Und jetzt schau dir an, was das bewirken wird. Offenbarung 4, ins vierte Kapitel und im Vers 1. Schau an, wohin das führt. Offenbarung, das gleich ein paar Verse weiter, 4,
Vers 1, nach diesem schaute ich und siehe, eine Tür war geöffnet im Himmel. Halleluja. Manchmal fühlt es sich so an, dass sich diese Türen auf Erden fühlen sich an wie himmlische Türen, die sich öffnen. Diese Tür war im Himmel geöffnet und die erste Stimme, die ich gleich einer Posaune mit mir reden gehört hatte, sprach, komm hier herauf. Wenn Gott Türen öffnet, you're going higher. Kannst du sehen? Komm hier herauf. Das sind, siehst du, Paulus spricht davon, und zwar im 2. Korintherbrief, im 2. Kapitel, redet er davon, dass ihm eine Türe geöffnet wurde in Troas. Und zwar sagt er, eine Tür wurde mir aufgetan im Herrn. Im Herrn. Aber im nächsten Vers reist er weiter. Und er sagt, ich hatte keine Ruhe und keinen Frieden dort zu bleiben, weil ich meinen Bruder Titus nicht fand. Und so reiste ich weiter. Er ging dann nach Mazedonien. Weswegen geht er weiter, wenn ihm eine Türe im Herrn geöffnet wird? Nun, das ist das Entscheidende hier. Es gibt Türen, die sich öffnen für dich und mich im Herrn. Das sind die Möglichkeiten, das Evangelium zu verkündigen. Das sind die Möglichkeiten, die Botschaft zu verkündigen, deinen Dienst anderen anzubieten. Das sind Türen im Herrn, die aufgehen. Aber dann gibt es Türen, und das ist ein Unterschied, die gehen auf vom Herrn. Kannst du das sehen? Das ist nicht dasselbe. Türen im Herrn sind Möglichkeiten. Türen vom Herrn sind direkt von ihm geöffnet. Und hier ist das Interessante. Wenn Türen vom Herrn aufgehen, dann gehst du immer höher, weil dann Neues kommt. Neue Fähigkeiten, neue Salbungen, neue Gaben. Türen im Herrn, die sich auftun, dienst du mit deinen vorhandenen Fähigkeiten und du gehst nicht höher. Nur Türen vom Herrn setzen uns auf eine höhere Ebene. Weil sie uns auf eine höhere Ebene setzen, weil sie von ihm geöffnet werden, gibt er uns etwas Neues dazu, das wir vorher nicht hatten. Türen im Herrn. Siehst du, es kann sich eine Türe für mich, ich nehme mich als Beispiel, es kann sich eine Türe für mich nächsten Monat öffnen, um zu predigen in Gemeinde XY. Dann geht dort eine Türe im Herrn auf. Und dann bringe ich das mit, was ich schon habe. Aber wenn eine Türe vom Herrn geöffnet wird, dann gehen wir höher und wir bekommen neue Dinge mit. Halleluja. Es ist ein neues Level. Come up higher. Das ist, was er hier sagt. Komm hier herauf. Come up higher. Weil es Türen vom Herrn sind, die geöffnet sind. Und ich will dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Siehst du, von dem Moment an schaust du auf einer neuen Ebene, auf einem neuen Tablar, schaust du in die Zukunft. Und schaust du und begreifst du, was Gott für dich tun will oder für uns tun will von einer neuen Ebene. Halleluja. Also Türen im Herrn und Türen vom Herrn sind zwei verschiedene Dinge. Nun, diese Türe vom letzten Sonntag, die konnten wir nicht öffnen. Die ging vom Herrn auf. Weil solche Türen kannst du nicht öffnen. Unmöglich. Und diese Tür ging auf und ich realisierte, weswegen diese Tür aufging. Weil ich mit Pastor Joseph dann wirklich teilen konnte, wie sehr wir diese Botschaft der Gnade genommen haben, verinnerlicht haben und wie sehr wir sie das Herz haben, sie herauszutragen und zu verkünden. Ich erklärte ihm, wir starten die erste auf dem Evangelium der Gnade gegründeten Bibelschule im deutschsprachigen Raum. Und weißt du was? Der Mann war begeistert. Halleluja. Dass sie darüber sprachen dann in dem Meeting, wen, dass sie uns schicken wollen. Hey,
Sollst du gehen? Sollte er gehen? So. Das kam von Joseph. Das war das eine. Sie waren da, um zu sehen, wo stehen wir, wo sind wir. Und das war so gut auch zu sehen, dass sie daran Interesse hatten. Und ich machte ihnen ganz klar, dass, hey, wir sind voll mit dem Boot. Wir haben die Vision der Benjamin-Generation. Und dann teilte ich mit ihm, was ich nachher ansprechen werde, ich teilte ihm meine neueste Offenbarung mit. Das ist immer gut. Dann ist es noch frisch. Und das werde ich nachher predigen, weil ich habe das erste Mal bei Pastor Kwong vor 2 Wochen in Singapur gepredigt. Und diese Predigt heißt The Grace Creation, die Gnadenschöpfung. Und deswegen werde ich das heute mit euch teilen, was der Herr mir vor einigen Wochen gezeigt hat, ich dann in Singapur bei Kwong das erste Mal gepredigt habe und heute werden wir es anschauen. Und ich erklärte ihm, wie ich zu dieser Offenbarung kam, wie der Herr mir das zeigte. Und weißt du, was er sagte? Er sagte, er hätte genau vor etwa 2-3 Monaten die exakt selbe Offenbarung gehabt. Solche Dinge kannst du nicht machen. This is God. Das ist Gott. Und er zeigte mir, und es war dieselbe Bibelstelle. Dieselbe Bibelstelle. Und er sagte, er hätte es ganz kurz angesprochen, als er auf der USA-Tournee war im November. Hätte er es kurz mal angesprochen. Und es wäre ganz frisch auch bei ihm. Und er zeigte mir diese Seite, er zeigte mir diese Seite. Und so dieselbe Bibelstelle. Und er sagt, siehst du, wie das zusammenkommt und wie eigentlich dieselbe. Der Herr zeigte dir diese Seite vom Berg und ich sah diese Seite. Und es geht ums gleiche Thema. Dieselbe Offenbarung. Wow. Halleluja. Gewaltig. Absolut gewaltig. Und siehst du, solche Dinge konnte ich ihm erklären, konnte ich zeigen und das hat sie völlig begeistert, dass wir voll im Boot sind, voll mit unterwegs sind mit dem Evangelium der Gnade und preis dem Herrn. Aufgrund dessen auch hat er ein kurzes Video hat er für euch gemacht und ich möchte das euch zeigen. Ich habe ein Video mitgebracht, wo Pastor Joseph und zu euch spricht, zur Gemeinde spricht und wir werden es zuerst in Originalfassung anschauen und dann werde ich es übersetzen nachher, okay? So, enjoy it. Hi, Grace Family Church. This is Joseph Prince wishing all of you grace and wonderful shalom. Our church celebrates the year of greater glory and I pray that happens to your church as well because we are all one in the spirit. Here I am with your pastor, looking as handsome as ever. And he's enjoying himself here in Singapore, knowing that he's far away from you all. He's enjoying himself even more. But I know he misses all of you. And I'm so glad you have a pastor like this, because when I sat down with him and shared with him, his heart is overwhelming with this message of grace that God is restoring to the body of Christ. You people are so blessed to have him as your pastor. And let me tell you this, the church, your church is in for greater times ahead. The best is yet to come. We love you, and I'm going to send him back to all of you stronger, better, and more anointed than ever. Okay. Amen. Hallelujah. Ich übersetze ganz kurz, damit wir alle es verstanden haben. Hi, Grace Family Church. Ich bin Joseph Prince, und ich wünsche euch allen Grace. Und ein wunderbares Shalom. Unsere Gemeinde feiert das Jahr der großen Herrlichkeit Gottes. Das ist das Year of Greater Glory. Und ich bete, dass dies auch für euch wahr wird. Denn wir sind alle im Geist eins. Ich stehe hier mit Roger Federer. Der Punkt war der. An dem Sonntag hat Roger Federer eben Dubai gewonnen. Letzten Sonntag oder Samstagabend, das Tennisturnier in Dubai. Und in Singapur sind sie alle voll Fan von Roger Federer. Wir kamen die Rolltreppe hoch und wir haben Deepak getroffen dort. Und Deepak ist ein Inder, der dort in die Gemeinde geht, kommt von Indien, er und seine Familie. Er war auch schon hier vor etwa 4 Jahren, waren sie mal hier bei uns zu Besuch. Und das ist die erste Person, die wir getroffen haben dort in der großen Church. Und Deepak sagte, hi, hello, hast du gehört, Roger Federer hat die Nacht gewonnen.
Die sind voll auf Tennis, voll auf Tennis. Und deswegen haben wir das noch ein paar Mal gehört an diesem Morgen, okay? Und auch von Lustiger, wie er da ein Witzchen macht. Er sagt, dass ich die Zeit hier mit der Familie in Singapur sehr genieße. Auch wenn er etwas weit weg von euch entfernt ist, vermisst er euch. Ich bin so froh, sagt er, für euren Pastor, denn als wir vorher miteinander ausgetauscht haben, spürte ich, dass sein Herz mit der Botschaft der Gnade, die Gott wieder in den Leib Christi zurückbringt, überfließt. Ihr seid dadurch so gesegnet und eure Gemeinde stehen die besten Jahre und das Beste überhaupt noch bevor. Wir lieben euch und ich werde ihn jetzt zu euch zurücksenden, stärker, besser und gesalbter als je zuvor. Das waren die Worte, die er gesprochen hat. Halleluja. Und so gingen die Stunden vorbei, so ging die Zeit ruckzuck, ging sie vorüber und wir mussten so gegen 18 Uhr mussten wir sagen, wir müssen langsam ins Hotel zurück, weil die wären noch sitzen geblieben mit uns. Und weißt du, was so spürbar war, auch in der Gemeinde, als wir dort in der Lounge saßen, diese Gemeinde hat einen Spirit of Excellence. Diese Gemeinde hat einen Geist der Exzellenz. Wie uns wurde gedient, einfach Stunde nach Stunde wurde gedient, gedient, gedient. Wir haben Getränke bekommen, wir hatten das Getränk nicht einmal halb leer. Die Leute kommen und sie servieren dir ein neues volles. Ein absoluter Spirit of Excellence, ein absoluter Spirit of Honor, Geist der Ehre. Und ich glaube, das gehört so wichtig dazu. Pastor Joseph hat das auch angesprochen in der letzten Botschaft vom letzten Sonntag. Ich werde dann nächste Woche auch wieder mehr darüber sprechen, weil Ehre gehört zu unseren Kernwerten. Und förmlich war das spürbar. Gell? Das war so spürbar, dieser Geist der Ehre, dieser Geist der Exzellenz. Das ist, was es am Schluss dann für viele professionell macht oder professionell ausschauen lässt. Aber wir reden nicht sondern immer von Exzellenz. Dieser Geist der Exzellenz ist so wichtig. Professionalität ist zu fest mit Business verbunden. In der Gemeinde ist es Exzellenz. Amen. Und das ist so klar zum Ausdruck gekommen. Und Menschen hatten ein solch dienendes Herz. Und preis dem Herrn, auch dazu werden wir noch mehr geführt werden vom Herrn. Amen. Wir haben schon eine wunderbare Gemeinde mit einem großen Herzen von Dienst und von Dienen. Und weißt du, auch diese Stufe, in der gehen wir auch höher. Amen. In der Stufe gehen wir auch höher. Preis dem Herrn, es war so wunderbar. Und so sind wir dann verblieben. Und einige Dinge sind noch, die kann ich jetzt noch nicht sagen, aber werden oder sind in der Pipeline, werde die dann später sagen, sobald sich das realisiert auch. Und ich freue mich natürlich auch, dass wir einen dieser wunderbaren Co-Pastoren dann hier haben werden, wann immer das auch sein wird, noch in diesem Jahr oder im nächsten Jahr von Grace Academy. Aber sicherlich wird, wenn die Leute hier sind, werden sie auch übers Wochenende hier dann sein, Samstag und Sonntag hier für die Grace Family Church dienen. Also Grace Academy gehört zur Grace Family Church, nicht umgekehrt. Grace Family Church gehört nicht zur Grace Academy, sondern umgekehrt. Grace Academy gehört zu uns. Und ist der Church untergeordnet. Okay? Dieser Dienst ist nicht jetzt nur noch Bibelschule, sondern die Bibelschule ist etwas Untergeordnetes von unserer Church. Kann ich ein großes, fettes Amen haben? Amen. Okay? Also keine Angst vor der Schule. Keine Angst vor der Bibelschule. Keine Angst, dass es nachher nur noch Bibelschule ist. Nein, die Basis, das Herz Gottes, ist seine Church. Halleluja. Denn Jesus sagte, ich will meine Gemeinde bauen. Amen. Bist du ready für diese kurze, nette Offenbarung, die uns der Herr gegeben hat? Amen. Die Pastor Prince bestätigt hat. Wow, so cool. Huh? Und deswegen gehen wir miteinander zu unserer ersten Bibelstelle. Und 1. Mose 2 und Vers 4. Und das lesen wir miteinander. 1. Mose 2, Vers 4. Dies ist die Geschichte des Himmels und der Erde, als sie geschaffen wurden. Zu der Zeit, als Gott, der Herr, Erde und Himmel machte. Von diesem Vers hier werden wir ausgehen.
Und vor allem vom Wort geschaffen werden wir dann ausgehen. Aber bevor ich das etwas mehr erkläre, möchte ich zuerst für alle auch Besucher und Gäste nochmals einfach eine Minute lang dieses Grundprinzip vom Buchstaben He, vom fünften Buchstaben im hebräischen Alphabet, kurz erklären. Das hebräische Alphabet, die ersten fünf Buchstaben bauen sich auf mit Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He. Und das He ist unser im deutschen und im englischen Sprachgebrauch das H, okay? Und ausschauen tut es so. So sieht das He aus. Und du kannst uns das erste Slide geben, ganz genau. Im Hebräischen sieht der Buchstabe so aus, so wie ich ihn hier blau habe. Das ist der Buchstabe He, das H, okay? Viele wissen das schon, stimmt's? Aber nicht immer alle wissen das und preis dem Herrn, so haben wir alle auf demselben Level. Nun, dieses He ist zugleich der fünfte Buchstabe. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He. Das heißt, die Nummer 5. Siehst du, jede Zahl hat eine Nummer. Jeder Buchstabe hat eine Nummer. Und jede Zahl hat einen Buchstaben im Hebräischen. Das korrespondiert. Also 5 gehört zu He. Und He ist immer der Buchstabe von Gottes Gnade. Grace. Weil die Nummer 5 oder die Zahl 5 ist die Zahl von Gnade. Grace. So wie auch die Farbe Blau in der Bibel ist die Farbe für Gnade. Okay? Blau in der Bibel steht immer für Grace. Dieser Buchstabe steht für Gnade und die Nummer 5 steht für Gnade. Deswegen war Benjamin 5-mal mehr gesegnet. Halleluja. Siehst du, das Evangelium der Gnade ist nicht ein Wohlstandsevangelium, aber Wohlstand ist die natürliche Folge von Grace. Das Evangelium der Gnade ist kein Heilungsevangelium, aber Healing ist die logische Folge von diesem Evangelium. Amen? Es ist die logische Folge davon. Preis dem Herrn. Und deswegen gibt es nur ein Evangelium, das Evangelium der Gnade und des Friedens, so wie es Paulus sagt. Buchstabe He sieht so aus. Jetzt, nochmals zum 1. Mose 2, Vers 4. Dies ist die Geschichte des Himmels und der Erde, als sie geschaffen wurde. Dieses Wort geschaffen ist das hebräische Wort Behibaram. Und aussehen tut dieses Wort so. Behibaram, das ist unser zweites Slide. Behibaram bedeutet im Hebräischen erschaffen. Okay? Soweit klar? Behibaram, und das ist, so sieht es aus. Im Hebräischen liest man immer von rechts nach links. Also Beginn dort. Von rechts nach links. Okay? Das ist Behibaram. Erschaffen. Geschaffen. Fällt dir in diesem hebräischen Wort etwas auf? Das Blaue, ganz genau. Super. Was ist das für ein Buchstabe? He, ganz genau. Das H, das Hey. Im Englischen sagt man Hey. H-E-Y. Das ist die Aussprache im Englischen. Hey. Aber wir im Deutschen sagen He. Aber mir fällt nochmals etwas anderes auf. Was fällt dir auch noch auf? Pünktli, ja, genau. Da gehen wir jetzt nicht mehr darauf ein. 5, ganz genau. Aber ist es nicht kleiner als die anderen Buchstaben? In der Bibel, im Alten Testament, gibt es ein einziges Wort, wo das He kleiner geschrieben ist. Das ist dieses. Ein einziges Wort. Natürlich nicht in der deutschen oder englischen Übersetzung, aber wenn du ins Hebräische, in die hebräische Bibel gehst, in die hebräische Übersetzung, die ihr alle sicher jetzt dabei habt, dann würdest du feststellen, dass das ist das einzige Wort im Hebräischen, wo der Buchstabe He kleiner ist als alle anderen. Es gibt nur ein einziges Wort. Wenn es so ist, hat es eine Bedeutung, stimmt's? Und es will uns etwas sagen. Und genau, es will uns etwas sagen. Weswegen ist dieser Small Letter, sagen wir hier,
In diesem ganzen Wort, alles sind large letters, Großbuchstaben, große Buchstaben. Und ein small letter, weswegen? Weswegen haben wir hier einen small letter? Nun, nochmals, was heißt das Wort? Das Wort heißt erschaffen, geschaffen. Gott hat diese Erde erschaffen. Mit was? Mit seinen Worten. Ganz genau. Gott hat die Erde erschaffen mit seinen Worten. Was war das Erste, das Gott sprach? Es werde Licht. Ganz genau. Es werde Licht. Yehi Or. Das waren die ersten Worte Gottes. Es werde Licht. Das Wort im Hebräischen für Licht ist Or. Yehi Or. Das ist das erste Wort, das Gott gesprochen hat. Nun, die meisten Leute denken aber, das allererste, was Gott sagte, ist Licht. Die meisten Leute denken, das allererste, was Gott sagte, ist Licht. Das war nicht das erste, was Gott sagte. Gott sagte nicht als allererstes Licht. Gott sagte als allererstes, es werde. Siehst du den Unterschied? Licht ist nicht das Erste, was Gott sagte. Gott sagte, es werde. Gott sagte, haya. Das ist das Grundwort, das Grundverb, das zweite am meisten vorkommende Wort in der Bibel. Haya. Nun, er sagt es in der Befehlsform. Und in der Befehlsform ist es yehi. Und so sieht es aus. Das ist das nächste Slide. Das nächste Slide. Yehi. Das war, wenn du eine hebräische Bibel aufschlägst, mit dem hebräischen Buchstaben, sind das die ersten Buchstaben, die erscheinen, die Gott sprach. Das ist das Erste, was Gott gesprochen hat. Es werde, weil es Befehlsform ist, ist es im Hebräischen Yehi. Und werden oder es werde kommt vom Verb werden, existieren. Und jetzt kannst du mir das geben, was wir vorher hatten. Und das sieht so aus. Haya. Und wenn du jetzt in deine Studienbibel hineingehst, dann kommt dieses Wort in der Erklärung. Das ist die Grundform von es werde. Siehst du, wir haben werden, existieren, sein. Das ist dieses Wort. Und wenn wir es als Befehl ausdrücken, dann würden wir sagen, es werde, es wird. Deswegen klingt es nach Yehi und ist es auch so ausgesprochen. Aber wir gehen im Hebräischen, gehst du immer von der Grundwurzel aus und von der Grundform. Und so sieht das aus. Das ist das Erste, was Gott gesprochen hat. Das sind die ersten Buchstaben, die Gott gesprochen hat. Und diese Kombination findet sich in allen wichtigsten Wörtern des Hebräischen. Diese Wörter kommen vor im hebräischen Namen Jesu, Yeshua. Diese Wörter kommen vor in Yahweh. Diese Wörter kommen vor im hebräischen Wort für Leben, Chaya. All diese Wörter kommen in den wichtigen Formen, oder in all dieses Grundverb kommt vor in den wichtigen Wörtern des Hebräischen. Zeig uns kurz 2. Mose 3, Vers 14. Das kennst du. Das kennst du. Gott sprach zu Mose: Ich bin, der ich bin. Erinnerst du dich, wie Gott sich dem Mose offenbart? Als Mose sagt, Herr, was soll ich sagen? Oder Gott, was soll ich sagen, wer mich gesandt hat? Die Leute werden mir nicht glauben. Was soll ich sagen? Was für ein Gott? Wie soll ich dich nennen? Und Gott sagte ihm, sag ihnen einfach, ich bin, hat dich gesendet. Erinnerst du dich? I am. I am that I am im Englischen. Ich bin, der ich bin. Du sollst zu den Kindern sagen, ich bin. Das ist der dich geschickt hat. Ich bin. Ein ganz bekannter Vers im Alten Testament, stimmt's? Ein offenbarender, revolutionary Vers im Alten Testament. Weil hier offenbart sich Gott.
Weißt du, was das ist? Im Hebräischen, ich bin, der ich bin. Haya, Asher, Haya. Dieses Verb, ich bin, Haya, werden, existieren, ist Gottes erster Name. Ich bin, jetzt zeig uns nochmals dieses Slide, Haya. Ich bin, der ich bin, sind diese Buchstaben. Haya, Asher, Haya. Ich bin, der ich bin. Das ist das. Haya, Asher, Haya. Gott offenbart seinen Namen. Was ist das allererste, was Gott gesprochen hat? Es werde in seiner Befehlsform. Das allererste, was Gott offenbart, ist nicht Licht, sondern seinen Namen. Gott spricht als allererstes den Namen Jesus. Weil hier drin ist der Name Jesu. Haya, sein, existieren, simpel und einfach, ich bin, ist, was das bedeutet. Schau dir das an. Johannes 8, Vers 12. Hat nicht Jesus von sich behauptet, ich bin das Licht der Welt. Jehior, offenbart im ersten Satz, im ersten Wort Jesus. Das erste, was Gott sprach, ist das Licht der Welt, Jesus. Halleluja. Das erste, was er sagte, denn Jesus sagte, siehst du, wann immer Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt, ich bin das Brot des Lebens, ich bin's, hat er zu ihnen gesagt, zu den Soldaten, als sie ihn verhaftet haben und alle sind niedergefallen vor seiner Majestät. Ich bin's ist I am. Haya, ich bin's. Er existiert, er ist. Jesus lebt nicht erst seit seiner Geburt. Jesus hat schon immer existiert. Haya, dieses Wort, das zweitmeiste Wort in der Bibel. Dieses Wort beinhaltet alle drei Formen. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Halleluja. Und es offenbart uns die Zeitlosigkeit Gottes. Gott sagte, ich bin, der ich bin. Das sollst du den Israeliten sagen. Sag ihnen einfach, ich bin, hat dich geschickt. Ich bin, hat dich geschickt. Und das bedeutet simpel und einfach, was ist Gott für dich? Alles. Alles, was du brauchst, dass er für dich ist, will er mit ich bin für dich sein. Brauchst du Heilung? Dann sagt er, ich bin dein Heiler. Brauchst du Weisheit? Dann sagt er zu dir, ich bin your wisdom, deine Weisheit. Brauchst du Freisetzungen? Dann sagt er, ich bin deine Befreiung. Brauchst du einen Herrn? Dann sagt er, ich bin dein Herr. Halleluja. Ich bin, er ist das, was immer und für was immer du ihn haben musst. Er will dir sagen, ich bin. Halleluja. Und das hat nichts damit zu tun, mit dieser klassischen Aussage, oh, Gott ist kein Automat. Das hat mit dem überhaupt nichts zu tun. Leute sagen, oh, Gott ist kein Automat, du kannst ihn nicht zu dem machen, was du dir wünschst. Mache ich nicht. Er macht sich zu dem, was ich brauche und wünsche. Oh, Gott ist kein Automat, kein Glücksspielautomat. Und dann kommt das raus, ding, 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 3-7, die du dann brauchst. Man kann Gott nicht zu einem Automaten machen und er macht nicht einfach das, was wir wollen. Er macht nicht das, was ich will, er macht das, was er will.
Und wenn er sagt, ich bin, sag ihn einfach, ich bin, ist's, der dich gesandt hat. Dann zeigt das seine Zeitlosigkeit auf. Es zeigt ihn auf, was er für uns immer sein will. Was er für dich jetzt ist und was er für dich in der Zukunft ist. Ich bin deine Gesundheit. Ich bin dein langes Leben. Amen. Ich bin dein Wohlwollen. It's all God. Es ist alles der Herr. Er ist's, was er für dich und mich sein will. Das ist die Güte des Herrn. Halleluja. Und so sagt Jesus, und wir sehen das immer wieder an verschiedenen Orten, sagt er dieses Wort. Ich bin das Licht. Ich bin, Halleluja, dieses Brot des Lebens. Ich bin's, sagt der Jesus. Nun, das Wort erschaffen, Behibaram, wir haben dort ein kleines He, ich komme noch auf das, und wir haben vor allem in diesem Wort existieren, sein, ich bin, Haya, und eben auch in erschaffen, haben wir das etwas geworden ist, stimmt's? Das widerspiegelt, dass etwas wurde. Gott sprach, es werde Licht, stimmt's? Es wird etwas. Er redet es und es wird. Und jetzt schaut ihr an, was in Bezug zu Jesus Johannes 1, 17 sagt. Johannes 1, Vers 17. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Siehst du, die Bibel sagt nicht, Gnade ist gekommen, sondern Grace ist geworden durch Jesus. Grace has a face, Jesus. Jesus brachte ja Gnade, aber es ist eigentlich geworden. Es ist ins Dasein gekommen, es ist existent geworden. Und so spricht Gott, es werde und es wird. Halleluja. Es werde und es wird. Und das allererste, was er spricht, ist Jesus Christus geworden. Nun zurück zu Behibaram. Weswegen ist dieses Wort klein geschrieben? Das bedeutet erschaffen. Gott hat die Erde erschaffen. Gott hat diese Welt erschaffen. Gott, haben wir den Psalm? Psalm, was ist das? Liste? Haben wir irgendwo einen Psalm? Sonst muss ich ihn suchen. Haben wir Psalm? Okay, dann gib mir den Psalm. Was war es? Ha? Zeig uns. Ja, genau, super, ganz genau. 33,6, ganz genau. Die Himmel sind durch das Wort des Herrn gemacht. Behibaram, siehst du? Erschaffen. Und ihr ganzes Heer durch den Hauch seines Mundes. Weißt du, was die Bibel sagt? Die Erde wurde erschaffen durch das Wort des Herrn, stimmt's? Und durch den Hauch seines Mundes. Zeig uns nochmals das erste Slide, He, einfach das He. Weißt du, was das im Piktogrammstil bedeutet? Ein Fenster. Dieser Buchstabe im Piktogramm, in der Bedeutung oder in der Hieroglyphe, könnte man sagen, bedeutet Fenster. Dieses He ist ein Bild eines Fensters. Ein Fenster, das offen ist, wo Wind und Hauch durchwehen kann. Der Hauch seines Mundes. Weil es ein Fenster ist, kann Wind durch. Wenn du die Fenster zu Hause öffnest, dann spürst du ein Wehen, stimmt's? Dann spürst du einen wunderbaren Frühlingshauch an Wind in deinem Gesicht, wenn du das Fenster auftust. Das ist der Wind, das Wehen und der Hauch Gottes. Deswegen heißt es im Psalm 33,6, es heißt dort, durch den Hauch seines Mundes ist alles gemacht, durch sein gesprochenes Wort. Behibaram bedeutet, und deswegen ist das He klein, dass Gott durch den Buchstaben He
alles oder He alles geschaffen hat. Denn es war nicht das letzte Mal, dass Gott sagte, es werde, stimmt's? Das wiederholt sich. Es wird. Es werde. Und wieder sagt er, es werde. Wenn du das erste Buch Mose liest, dann siehst du ständig, wie er sagt, es werde und es wird. Es werde und es wird. Es werde und es wird. Das ist, was die hebräischen Schriftgelehrten sagen. Sie sagen, dass, und deswegen, nochmal zum Behibaram, deswegen ist es klein. Deswegen ist das Behibaram, das He, klein. Nochmal zum Slide. Deswegen ist es klein geschrieben. Das ist, was die hebräischen Gelehrten sagen. Sie sagen, Gott schuf die Erde durch den Buchstaben He. Mit anderen Worten, Gott schuf diese ganze Erde mit Grace. Halleluja. Sie sagen, Behibaram kann man übersetzen mit Beheibaram. Das bedeutet, Gott hat diese Welt erschaffen durch sein Wort He. Durch sein Wort He hat er diese Welt geschaffen. Und das ist, was ich sah in dem Moment. Nun, das ist alles Offenbarung für mich. Aber das ist, was ich sah. Faith speaks grace. Glaube spricht Gnade. Halleluja. Faith speaks grace. Siehst du, was haben wir mitgenommen aus Wort des Glaubens? Wir haben viel Gutes mitgenommen. Was haben wir mitgenommen aus der Glaubensbotschaft? Das Bekenntnis, stimmt's? Die Worte deines Mundes sind so wichtig. Das, was wir reden, formt unsere Welt um uns herum. Das, was wir sprechen, ist wichtig. Um das, was wir heute sagen, werden wir morgen haben. Und das, was wir heute sind die Resultate von den Worten von gestern. Denn der Glaube spricht. Weil wir denselben Geist des Glaubens haben, deswegen reden wir auch. 2. Korinther 4, Vers 13. Wir reden, weil wir einen Geist des Glaubens haben. Aber wir reden nicht irgendetwas. Wir reden Grace. Faith speaks Grace. Glaube spricht Gnade. Halleluja. Denn durch Worte der Gnade wurde diese Erde geschaffen. Weil Gott He sprach, wurde etwas. Wenn wir beginnen, Grace in unser Leben zu sprechen, dann werden Dinge. Nicht es werden Dinge. Punkt. Nicht es werden sich Dinge, sondern es werden Dinge. Es wird, wenn wir Grace in unser Leben hineinsprechen, wenn wir Worte der Gnade in unser Leben, Worte der Gunst in das Leben von Menschen hineinreden, dann werden Dinge geschaffen, so wie diese Erde geschaffen wird. Siehst du, wir sind wirklich gut fundiert, auch von früher, und haben dieses Verständnis realisiert, auch durch zum Beispiel die Lehren von Charles Capps, der leider letzte Woche gestorben ist, war über 80 und ist zum Herrn nach Hause gegangen. Und die schöpferische Kraft der Zunge. Erinnerst du dich noch an diese kleinen Büchlein? Hallo, wer ist noch hier von der... Ganz genau. Wer ist noch hier von der neuen Generation? Preis dem Herrn. Erinnerst du dich an die Bücher? Gottes schöpferische Kraft, die Macht der Zunge, das Wunder ist in deinem Munde. Super Bücher, stimmt's? Gute Bücher. Dort haben wir erkannt, dass Glaube spricht. Und jetzt erkennen wir, was Glaube wirklich spricht. Glaube spricht Grace. Halleluja. Siehst du, Abraham und Sarah sind ein Bild für Glaube und Gnade. Und wir müssen beide zusammen haben. Beide gehören zusammen, sind ein Paar. In der Geschichte von Abraham und Sarah, weißt du, was du nie siehst? Etwas sieht man gar nie. Man sieht nie, dass versucht wurde, Abraham der Sarah wegzunehmen. Es war nämlich immer umgekehrt. Sarah wurde immer versucht, dem Abraham wegzunehmen.
Die Geschichte zeigt, dass immer versucht wurde, Grace dem Glauben wegzunehmen. Es wurde nie der Glaube der Gnade weggenommen. Nie wurde Abraham versucht und weg, und Abraham wurde verkauft und Abraham ging ins Harem. Oh je. All das sehen wir nicht, stimmt? Aber immer wurde versucht, die Sarah aus dem Leben von Glaube zu entfernen. Grace aus dem Leben des Glaubens zu entfernen. Und wenn wir Grace aus dem Leben des Glaubens entfernen, dann ist es lediglich nur noch Regeln und nochmals Regeln, wo wir folgen. Glaubensregeln. Okay? Deswegen gehört Sarah an die Seite von Abraham. Und Gott hat sie immer wieder zurückgebracht an seine Seite. Immer wieder. Glaube spricht Gnade. Halleluja. Faith speaks grace. Und hier können wir simpel und einfach sagen, sagst, okay, Pastor, das klingt alles super. Aber wie sieht das praktisch aus? Verstehe ich, weil wir müssen es praktisch wissen. Jehi Or, es werde Licht. Grundform Haya. Grace, Jod, Grace. Also He, Jod, He, das sind die drei Buchstaben. Wir sehen den Namen Jesu. Da drin. Wie spreche ich Gnade in meinen Alltag hinein? Indem du Jesus in deine Situationen sprichst. Kannst du es sehen? Oh Gott, ich habe ein Problem an meinem Arbeitsplatz. Da türmt sich ein Berg auf. Jesus. Du bist über dem Berg. Jesus, du bist schon zuerst auf dem Stuhl um 8 Uhr. Du hast den Computer vor mir angeschalten. Halleluja. Du hast Probleme in Beziehungen. Jesus, ich bin mit dir verheiratet. Und du bist in dieser Beziehung. Und weil ich mit dir verheiratet bin, veränderst du diese Beziehung. Halleluja. You speak Jesus in every situation of your life. You speak grace and faith is there. Du sprichst Jesus in jede Situation deines Lebens. Jede Herausforderung, jeder Challenge. Jesus, wir haben zu wenig Kunden. Aber du, Herr, du weißt, wer mein Kunde sein soll. Jesus, du bist der Herr über meine Firma. You're the Lord over my business. Jesus, du bist im Cockpit. You need Jesus in the cockpit. Gestern ging ein Plane down, Malaysia, Kuala Lumpur. You heard it, right? Boeing 777. Das ist eine große Maschine. You need Jesus in the cockpit. Amen. Jesus in the cockpit, Jesus in the office, Jesus in your car, Jesus in the train, Jesus in the tram. Amen. Jesus in your marriage. Und wenn du jemanden heiraten willst, dann fang Jesus an, hineinzureden. Halleluja. Jesus in your health. Jesus in deine Gesundheit. Jesus in deinen Körper. Jesus in dein Wohlbefinden. Jesus in deiner Stärke. Speak Jesus into your situation. Und manchmal genügt nur sein Name. That's it. Und wir müssen nicht uns ausdenken, okay, ja, nichts vergessen. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Und vielleicht das muss ich noch reden. Und dann fällt dir noch etwas ein. Und dann fällt dir noch auf dem Nachhauseweg etwas ein. Und du fängst nochmal alles bei vorne an. Faith speaks grace. Glaube spricht Gnade und das ist so simpel wie der Name Jesu. Halleluja. Manchmal hat man auch gar keine Zeit mehr. Manchmal spricht man einfach nur Jesus in diese Situation hinein. Amen. In dem Moment, wo wir den Flieger betreten, let's go to the other side, Jesus. Boom.
Lass uns auf die andere Seite des Teiches hinübergehen. So betreten wir einen Flieger. Amen. Außer um morgens um 2:30, da sind wir, 2:30, da sind wir alle zu müde. Aber so betritt man einen Flieger. Let's go to the other side, Jesus. Denn das hat Jesus seinen Jüngern gesagt, als sie im Boot waren. Lass uns auf die andere Seite gehen. Lass uns auf die andere Seite fahren. Halleluja. Kolosser 4, Vers 6. Schau dir das an. Kolosser 4, Vers 6. Euer Wort sei alle Zeit in Gnade. Halleluja. Mit Salz gewürzt, damit ihr wisst, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Jederzeit soll unser Wort mit Gnade sein. Amen. Halleluja. Dann, wir haben noch eine Stelle. Zacharia, glaube ich, ist es. 4, Vers 7. Wer bist du, großer Berg? Hast du Berge in deinem Leben? Vor Zerubabel sollst du zur Ebene werden. Berge müssen weichen, zur Ebene werden. Und er wird den Schlussstein hervorbringen unter lautem Zuruf. Was rufen sie? Grace! Grace! Was rufen sie? Gnade, Gnade. Halleluja. Das ist, was sie rufen. Euer Wort sei mit Gnade gefüllt. Bring Jesus in every situation. Bring ihn in jede Situation. Du siehst, so hat Gott die Welt erschaffen. Gott schuf die Welt durch He, durch Grace, durch Jesus. So wurde alles geschaffen. So, jetzt hör mir gut zu, so schaffen wir die Welt um uns herum. Und weißt du was? So werden auch Dinge neu in unserem Leben, die vielleicht, das war ein blödes Wort, aber ich nehme es jetzt trotzdem, die repariert werden müssen, werden neu, indem wir Jesus in die Situation hineinsprechen. Grace in die Situation sprechen. Halleluja. Preis dem Herrn. Lasst uns aufstehen. Grace, grace. Grace, grace. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Erinnerst du dich, dass aus Abram, Abraham geworden ist. Gott hauchte ihm Grace ein. Und von da weg stellte sich Abraham nicht mehr als Abram vor, sondern er stellte sich als Abraham vor. Er wechselte seine E-Mail-Adresse, seine Postanschrift. Aber jetzt heißt es Abraham at high, high, high speed. Amen. Er war nicht mehr Abram, sondern Abraham. Grace kam in sein Leben. Gott sprach Gnade. Und als Gott das in sein Leben hineinpflanzte, siehst du, das ist ein Bild von Abraham, hat Jesus erhalten in seinem Leben. Ein Vorbild, ein Vorläufer. Aus Abraham wurde Abraham. Jesus came into his life. Als Vorbild und Vorläufer. Nicht so wie im Neuen Bund, aber als Bild und als Vorläufer. Deswegen, Yeshua, Jesus, da ist der Name Jesus in diesen Buchstaben mit verbunden. Halleluja. Thank you, Jesus. Alle Häupter geneigt, Augen geschlossen. Vater, ich danke dir so sehr für deine Offenbarung, die du uns gibst. Danke für die Offenbarungen. Und es ist immer, geht es um Jesus. Halleluja. Es geht nicht um uns, sondern es geht um ihn. It's all about Jesus. Halleluja. Und Vater, ich bitte dich einfach, wenn jetzt heute Morgen jemand hier ist und er sagt, ja, ich will Jesus in mein Herz aufnehmen. Ich will Jesus einladen in meinem Leben. Dann wollen wir diesen Gottesdienst nicht vorher schließen, bevor wir diese Möglichkeit gegeben haben. Halleluja. Alle sind im Gebet gerade jetzt und alle Häupter geneigt, Augen geschlossen. Lasst uns dieses Gebet miteinander als Gemeinde beten. Zusammen. Ich werde kurze Sätze vorbeten und bete einfach mit. Wir werden alle mitbeten. Okay? Ready? Lieber Vater, ich komme jetzt zu dir. Im Namen Jesu. Du hast alles durch ihn erschaffen. Alles ist durch ihn geworden.
Du kannst alles durch ihn in mir neu erschaffen. Neues soll werden in meinem Leben. Wegen Jesus. Jesus, ich liebe dich. Sei mein Herr. Sei mein Erlöser. Danke, Jesus, dass du alles für mich getan hast und dass du mich erlöst hast. Amen. Alle Häupter noch geneigt, Augen geschlossen. Wenn wir jemanden hier haben und du sagst, Pastor, ich habe diese Art von Gebet so das erste Mal gebetet und so Jesus eigentlich eingeladen. Alle Häupter geneigt, Augen geschlossen. Ich bin der Einzige, der umherschaut. Wenn du heute hier bist und sagst, das hat mich angesprochen, das Gebet war für mich, dann zeig mir doch kurz an mit erhobener Hand und sagst, ja, das bin ich. Gebe einen Moment Zeit. Hat mir jemand hier? Zeig mir einfach kurz an mit erhobener Hand. Du sagst, ja, das bin ich. Das Gebet war für mich. Einen Moment gebe ich noch. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Halleluja. Praise you, Lord. Thank you. Thank you, Jesus. Vater, ich danke dir, dass deine Rettung in uns vollkommen gemacht wurde. Danke, Jesus, dass wir unsere Rettung nie mehr verlieren können, weil du für immer lebst. Amen und Amen. Halleluja. Einen habe ich noch. Hebräer 7, Vers 25. Bleibt stehen, schau dir das an. Weißt du, weswegen du deine Rettung nie mehr verlieren kannst, wenn du einmal im neuen Bund von Jesus Christus bist? Wegen dem. Daher kann er auch diejenigen vollkommen erretten, die durch ihn zu Gott kommen. Bist du zu Gott gekommen? Sind wir durch ihn vollkommen gerettet? Absolut. Weil er für immer lebt. Hör mir gut zu. Solange Jesus lebt, bist du gerettet. Amen. Soll ich dir ein Geheimnis verraten? Er stirbt nicht. Er lebt für immer. Amen. Hey, so eindeutig, so klar. Er kann diejenigen, weil wir brauchen vollkommene Rettung, weil wir fühlen uns nicht jeden Tag gerettet und wir benehmen uns auch nicht immer jeden Tag wie Gerettete. Das ist ein Fakt. Wir benehmen uns immer besser, preis dem Herrn. Amen. Aber wir benehmen uns und fühlen uns nicht immer gerettet und christlich. Deswegen tritt er für dich ein, dass wenn du dich nicht christlich benommen hast, bin ich der Einzige, wenn du dich nicht christlich benommen hast, tritt er für dich ein. Und er tritt für dich in dem Moment ein, weil er lebt und weil er für immer lebt. Und solange er lebt, musst du keine Furcht haben, verloren zu gehen. Solange er lebt, garantiert er dir Errettung. Halleluja. Preis dem Herrn. Ich sage dir, diese Botschaft wollen dir Menschen abstreitig machen, mehr als irgendetwas anderes. Aber ich sage dir eins, das ist die lieblichste Botschaft, die wir zu verkündigen haben. Ewige Heilsgewissheit. Because it's about him. Auch hier wieder, siehst du, es hängt nicht von meinem Benehmen und von meinem Verhalten ab. Natürlich benehmen wir uns nicht wie der Teufel, aber auf der anderen Seite haben wir uns schon alle mal falsch verhalten, stimmt's? Weswegen denken dann Menschen, dass sie neu gerettet werden müssen, weil sie sich nicht korrekt verhalten haben? Nein, er tritt für uns in dem Moment ein. Und er hält uns. Halleluja. Er wird uns nie mehr aus der Hand geben. Solange er lebt, sind wir gerettet. Halleluja. Es ist seine Rettung und es hängt von seinem Leben ab, nicht von meinem. Ich stehe nur da und sage, danke, Jesus. Thank you, Jesus. Wir müssen wirklich aufwachen und realisieren, unser Teil, was ist unser Teil, den wir dazu beitragen? Wake up. Unser Teil ist, da zu stehen und zu sagen, thank you. Danke, Jesus. Das ist fast zu gut, um wahr zu sein. Amen. Aber nur fast, weil es wahr ist. Es ist zu gut, um wahr zu sein, aber es ist wahr. Halleluja. Das ist der neue Bund. Der neue Bund ist so gewaltig, ist so gewaltig. Er hält uns, Halleluja, in der vollkommenen Errettung, weil er für immer lebt. Preist dem Herrn. Wollen wir dem Herrn noch dienen mit unseren Gaben und Opfern? Der Herr ist so gut zu uns.
Er gibt uns so viel Wunderbares, so viel Großartiges. Und weißt du, was wir beten für die Gemeinde, für das, was wir von Zeit zu Zeit tun? Yep, hier hinauf. Komm höher, komm höher. Ganz genau. Preis dem Herrn. Lass uns unsere Gaben und Opfer zur Hand nehmen. Und wir wollen wirklich auch hier ein Gebet sprechen für finanzielle Zunahme. Für dich, deine Familie, deine Firma, dein Umfeld. Halleluja. Denn wir müssen schlussendlich auch fähig sein für himmlische Finanzküsse. Stimmt's? Von niemandem, wer keinen Kuss geben kann, von dem wird nichts erwartet. Verstehst du? Also beten wir, dass der Herr uns fähig macht, dass er uns Türen öffnet dafür. Amen. Halleluja. Vater, wir danken dir so sehr, dass wir die Gaben bringen können, die wir dir bringen können. Wir danken dir, es ist uns eine Ehre, wenn wir dich ehren können. Wir danken dir und beten für die Gemeinde, für jeden Einzelnen. Wir beten für Familien, für finanzielle Zunahme. Wir beten, dass sich ihre finanzielle Situation stabilisiert, sodass mehr Frieden und mehr Ruhe eintreten kann in die Familie. Danke, Vater, für Geschäftsleute. Danke, Vater, für Leute, die im Business stehen, für Businessleute und Geschäftsleute, Businessmänner, Businessfrauen. Wir bitten dich, Vater, dass du ihre Firmen segnest. Halleluja. Überhäufe du sie mit Kunden, überhäufe du sie mit Aufträgen. Segne ihre Firma. Danke, Herr, dass der Segen des Herrn auf dieser Firma, auf diesem Business liegt. Für alle Angestellten bitten wir und beten wir. Vater, für eine Gehaltserhöhung. Amen. Halleluja. Für eine fette, große Gehaltserhöhung. Denn dieser Segen ist uns. Dieser Segen ist ein Resultat von deiner Gunst. Danke, Vater, dass du Menschen, wo sie stehen, wo sie sind, bevorzugst. Denn das ist, was Gunst ist. Himmlische, göttliche Bevorzugung. It's grace in every matter. Halleluja. Es ist Gnade in jedem Bereich unseres Lebens. Danke, Jesus, dass du arm geworden bist, damit wir durch deine Armut reich würden. So wie es uns Paulus sagt im 2. Korinther im 8. Kapitel. Thank you, Jesus, für deinen Schritt in die Armut, damit wir Wohlwollen, Wohlstand und Gunst haben im Leben. That's grace. Amen und Amen. Thank you. Der Herr ist so gut. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Lass mich schauen, ob ich wirklich nichts vergessen habe. Hier in meinen Notizen. Ja. Praise the Lord. Preis dem Herrn. Ja. Für die Bibelschule, Grace Academy, für all diejenigen, die den Prospekt schon angeschaut haben oder auf unserer Internetseite waren, um Ostern herum möchten wir jeweils, und das jedes Jahr, mit den Studenten von der Bibelschule einen Mission Trip machen nach Singapur. Das heißt, für den Studentenleib oder mit dem Studentenleib würden wir dann etwa eine Woche, vielleicht auch etwas länger, würden wir dann nach Singapur eine Woche gehen, würden einen Gottesdienst dort besuchen, würden Pastor Kwong treffen, würden eine Tour machen durch diese große Gemeinde, würden Gebetstreffen haben, 2, 3 mit Pastor Kwong und würden so einfach eine Zeit uns auf die Seite nehmen, um eine ganz intensive Zeit zu haben. Nun, dieser Mission Trip, dieser Missionsreisetrip ist freiwillig, niemand muss teilnehmen, aber einfach das mal noch, um erwähnt zu haben. Ich habe es, glaube ich, schon mal gesagt, aber wir denken, das tut uns gut oder tut den Leuten gut, die dann teilnehmen können, um einfach eine Zeit noch etwas zu intensivieren, also die Zeit dann von der Schule zu intensivieren. Aber
Selbstverständlich, wer nicht teilnehmen kann, das auf gar keinen Fall ist dieser Trip ein Muss, sondern einfach ein, wie sagst du es so schön, Susanne, du hast den Satz so schön geschrieben, eine Bereicherung. Also auf keinen Fall ein Muss, sondern eine Bereicherung für all diejenigen, die können. Okay? Und praise the Lord. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir das einfach können, tun können, weil die zwei waren das erste Mal in Singapur und wenn ich ihnen, oder wenn wir ihnen ein Ticket geben würden, die würden sofort wieder gehen. Stimmt? Michael und Sivana würden sofort wieder gehen. Und preis dem Herrn, ihr auch, ja, ganz genau. Und ich glaube, wir haben sie, oder werden sie noch ein paar Mal dort antreffen in den nächsten Jahren, weil es einfach wirklich life-changing ist, life-changing. Okay, einfach das noch erwähnt und dass wir das zwischendurch auch wieder mal erwähnen. Ich wünsche euch einen wunderbaren Sonntag. Hey, genießt das Wetter, nächste Woche bombastisches Wetter. Genießt es, enjoy it, bis bald, zum nächsten Mal und auf Wiedersehen miteinander.